Ahoi Kapitäne, willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Warships, diesmal in der Fuso, dem japanischen Schlachtschiff auf Tier 6, im Standardmodus unterwegs. Ja, die Fuso, also ich mag sie, wer sich angucken möchte, wie ich sie ausgebaut habe, bitte einfach auf die Pause-Taste klicken. Beim Kapitän habe ich einen 15er mittlerweile drauf, weil ich auch die Fuso wirklich oft und gerne fahre. Jo, wer sich jetzt das auch angucken möchte, wie gesagt, Pause-Taste. Ja, und jetzt sind wir hier auf der Karte Neuer Morgen und haben zwei Flugzeugträger pro Team. Das ist natürlich böse, böse. Aber wir haben auch vier Zerstörer pro Team. Auch nicht so viel besser. Nur zwei Kreuzer, das heißt also das, was wir eigentlich beschießen wollen, nämlich Kreuzer, davon ist gar nicht so viel da. Gut, müssen wir einfach sehen, dass wir das Beste draus machen. Ja, und aus dieser Positionierung muss man auch erstmal das Beste machen. Also ich werde jetzt den Teufel tun und hier einfach erstmal geradeaus fahren. Denn mal ehrlich, wenn die gegnerische Flotte ähnlich aufgestellt ist, dann laufe ich da oben gegen 4, 5, 6 Schiffe. Wie soll ich das überleben? Das macht überhaupt keinen Sinn. Also ich denke, wenn man jetzt sich das mal auf der Minimap anguckt, wie sich das sortiert. Unser Team orientiert sich da offensichtlich auch alles so ein bisschen mehr in Richtung G- und H-Linie. Also da, wo sie schon stehen, fahren sie geradeaus los und das werden wir gleich auch machen. Wir werden jetzt also hier am besten nicht unbedingt der Gede folgen. Lass den da oben ruhig spotten. Es ist zwar jetzt auch nicht so wirklich sinnvoll, weil wir haben zwei Flugzeugträger, also spotten muss der nicht wirklich. Dafür haben wir Flugzeugträger, die spotten können. Aber wir werden jetzt hier mal komplett eindrehen und sogar noch hier vor dieser Insel nach Süden wieder fahren. Also, wenn wir jetzt hinter die Insel fahren, werden wir gespottet. Und das muss ja nicht sein. Also, es muss nicht unbedingt sein, dass wir hier jetzt schon gleich beschossen werden. Wir müssen uns erstmal positionieren und jetzt müssen wir sehen, dass wir dieser Bug... Ja, da ist es schon soweit. Jetzt sind wir schon entdeckt, obwohl wir immer noch hier hinter dieser Insel sind. So, müssen aber sehen, dass wir dieser Bug gleich mal ausweichen und nicht auf Rammkurs gehen. Ja, der Nachteil dieses Entdecktseins ist nämlich auch, dass sofort die gegnerischen Flugzeugträger sagen, ach guck mal, da ist ein Schlachtschiff. Da fliege ich mal hin. So, Bug, passt das mit uns hier? Jo. Du fährst da weiter hinter die Insel, dann weiche ich noch ein bisschen mehr aus. Na, da kommen auch schon Bomber. Und Torpedoflieger kommen auch. Ja, nun, ne, also ist klar, der gegnerische Flugzeugträger hat gesehen. Ach, guck mal, da ist einer. So, deswegen werde ich jetzt auch hier gleich mal draufklicken, dass unsere Flugzeugträger sehen, was da kommt. Und da kommen auch gleich zwei Zerstörer mit. Ja, das ist natürlich nicht schön. So, Fusion. Da werden wir auch logischerweise gleich mit draufhalten. Ist ja nicht mehr... Oh, alles daneben. Ist ja nicht mehr zum Beschießen da, wollte ich sagen. Wow, da gab es dann auch schon mal gleich einen Torp-Treffer auf die Fusion. Und da ist auch nicht mehr viel von ihm da. Und jetzt ist er auch schon raus. So, T22, Fusion rausgenommen. Sehr schön. So, jetzt wollen wir mal gucken hier, die andere T22... Vielleicht können wir da unserer Gede auch noch mal ein bisschen unter die Arme greifen. Deswegen haben wir ja auch schon HE, aber... Ne. Das ist natürlich auch, wenn der so wegfährt und allein schon diese Entfernung hatte, ist da schwer was zu wollen. So, die gegnerischen Bomber sind tatsächlich bis zu unserer Burg durchgekommen. Hat der nicht abgewehrt oder nicht abwehren können. Tja. So. Hier gibt es jetzt noch ein bisschen HE auf die Bayern. Aber nicht, dass ich mit der Fuse jetzt HE schießen will. Das war im Prinzip nur für die Zerstörer gedacht. Und der mit seiner Bayern, der fährt gar nicht schlecht. Der wendet sich da hinten und dreht sich wie ein Aal. Kein Treffer. Ah, brennt auch schon. Das heißt also, der hat jetzt gerade vom CV wohl einen eingeschenkt bekommen. So, jetzt werden wir natürlich wieder umladen auf AP, denn das ist das, was wir schießen wollen. Oh, und
und der ist aber richtig schnell unterwegs. Das geht doch auch alles daneben, ja klar. So, das heißt, jetzt haben wir schon über 4 Minuten gespielt und haben noch keinen einzigen Schadenspunkt auf der Uhr. So, jetzt fahren wir hier ein bisschen an die Insel ran, damit die Bayern uns da auch nicht vernünftig beschießen kann, sondern wir ihn beschießen können, aber er nicht ordentlich zurückschießen kann. Wenn wir auch gleich ein bisschen drauf eindrehen. Ah, da kommt nämlich schon was von ihm. Sag mal, und diese ganze AP-Salve geht auch vorbei. Ja, seine allerdings auch. Also, ich würde jetzt gerne einfach mal einen Treffer machen. Auch wenn es nur eine abgeglitschte Granate ist. Das wäre auch ganz nett, einfach mal das Gefühl zu haben, ja, ich treffe was. So, hier mal ein bisschen abbremsen. Mal gucken, ob wir auf die... Ja, vielen Dank. Genau das ist es. Eine gebröselte Granate und null Schaden. Nein. Deswegen sind wir nicht hier. Also das macht keinen Spaß. Hier fahren wir jetzt weg. Die Bayern, da ist eine Gede, da ist eine Fushun, da ist eine T-22. Also die Bayern sollte eigentlich von unseren Zerstörern rausgenommen werden können. Dadurch, dass unsere 3 Zerstörer da oben sind, haben wir natürlich das Problem, dass hier an der Flotte gar keiner ist, der spottet. Da können wir nur hoffen, dass unsere Ryuho oder Bog da jetzt spotten, weil ansonsten haben wir hier gleich ein echtes Problem. Ist von der Aufteilung her natürlich eine Katastrophe eigentlich, wenn man sich das anguckt. 3 Zerstörer, die da auf der Dreierlinie rumfahren. Und ja, die Flotte versammelt sich da irgendwie auf 3 Feldern. Eieieiei, Leute. Gut, wir werden hier die Basis ein bisschen mit verteidigen, aber natürlich da auch rausfahren. Mal gucken, Budioni. Auf die Entfernung ist das natürlich auch mehr oder weniger Glück, den zu treffen. Tja, haben wir auch nicht. So, jetzt sind 6 Minuten rum und immer noch kein Schaden. Großartiges Gefecht, vielen Dank. Ach, manchmal ist RNG auch, na gut. Wobei, das ist ja nicht nur RNG, das ist auch einfach mal ein schlechtes Zielen. Und jetzt werden wir sehen, dass wir hier vielleicht auch die Fubuki ein bisschen besser zielen. So, und die Fubuki ist jetzt auf 10 Kilometer ran. Ja, vielen Dank, 2040, das ist doch mal großes Kino. So, die Fubuki ist auf 10 Kilometer rangefahren und da kommen auch schon Torps. Die werden jetzt Gott sei Dank vom CV gespottet. Das heißt also, die werden wir auf gar keinen Fall unterschätzen. So, Fubuki ist raus. Sehr schön, die anderen haben also auch nur noch 2 Zerstörer. So, Budioni, ja, oder Iron Duke, ja, ist die Frage. Nee, wir nehmen uns die Budioni, oder nee, doch, ja. Wir nehmen uns die Iron Duke, der fährt so schön breitseitig. So, und die Torps, da werden wir uns jetzt so langsam schon mal eindrehen. Das Problem ist, dass jetzt auch der Flugzeugträger da mit seinen Torpedofliegern kommt. Oh, 5300. So, und jetzt müssen wir hier, das ist jetzt wirklich ein Problem. Wir können uns nicht so rumdrehen, wie wir eigentlich müssten. Dann drehen wir uns nämlich in die Mutsuki-Torps. Und wir müssen jetzt einfach hier sehen, dass wir uns möglichst wenig Torps einfangen. So, ja, die sind jetzt ausgelaufen und jetzt können wir hier einmal abbremsen und wieder aber Vollgas geben, dass wir den ersten vorne nicht kriegen und hinten am besten den letzten auch nicht. So, den in der Mitte nehmen wir und hinten, ja, der geht vorbei, das ist sehr schön. So, der Anflug hat den CV auch ein paar Flieger gekostet, auch das ist sehr schön. Und wie gesagt, ein Torpedotreffer, damit kann man leben, das ist alles gut. So, an den Torpedos hängen die Jäger unserer Freunde dran und dann werden die wohl auch nicht mehr nach Hause finden, hoffe ich. So, haben wir auch nochmal einen abgeschossen. Mal gucken, ob wir der Normandie einen mitgeben können auf 20 Kilometer. Ne. Oh, eine Independence. Also 20 Kilometer auf dem Schlachtschiff ist natürlich auch einfach zu weit. Aber auf ein stehendes Ziel. Oh, und da steht auch die Bog. Und der steht ja wirklich. So, dann wären wir doch mal auf 25 Kilometer mit der Fuso, mit dem Reichweitenflieger auf die Bog halten. Weil wir haben inzwischen 4 Schiffe verloren, die anderen nur 3. Das heißt, wir sind hinten. So, da kommt die Salve. Und... Jo, da gibt's mal 14.000 Treffer auf die Zitadelle. Das sieht doch nett aus.
So, und solange da unser CV noch spottet, können wir auch gleich nochmal eine Salve hinterher schicken. Oh, da laufen auch Torpedos auf die Independence, aber die laufen vielleicht auch auf die Burg zu. Oh, deswegen bewegt er sich jetzt. Na, mal gucken, was sagt unsere Salve. Oh, Treffer und nochmal wieder ein Treffer. Und das ist jetzt nicht wahr, oder? Das glaube ich jetzt nicht. 11 bleiben stehen. 11 HP. Na komm, der fährt ja jetzt rückwärts, da kriegt er 2. Und die restlichen 4 gehen auf die Independence raus. Das sollte ja wohl reichen. So, inzwischen fahren wir jetzt hier auf den Gegner zu. Weil unsere Flotte zieht sich da zurück. Und nu? An der Burg geht das in der Streuung vorbei. Ich werd wahnsinnig. Der hat doch nur noch 11. So, 4300. So, 10 Sekunden haben wir noch. Das heißt also da wieder 2. Jetzt, ne, hoffentlich ging das noch durch. Und der Rest geht jetzt hier auf die Normandie raus. Ja, und da kommt jetzt auch nochmal eine Normandie, eine Iron Duke und eine Lager Legionär. So 8700 auf die Normandie. Ja, nun müssen wir hier einmal Breitseite zeigen. Wir müssen von denen jetzt so ein bisschen weghalten. Aber vor allen Dingen können wir den jetzt auch wunderbar... Ja, so. Das waren die ersten beiden und der Rest, den kriegst du aber auch mal lieber. 10.000 mit den ersten beiden. Mal gucken, was der Rest so bringt. So. Jo, nur 6.700, aber immerhin. Okay, das waren 16.000. So, wir müssen jetzt von denen so ein bisschen weghalten. Weil direkt drauf zulaufen, da haben wir auch ein Problem. Weil irgendwann sind wir dann in der Position, wo wir immer irgendeinem Breitseite zeigen müssen. Ah, Iron Duke, willst du weg? Dann zeigst du mir jetzt nochmal die Breitseite. Weil ansonsten, wenn der jetzt gerade ausfährt, fährt er gegen die Insel. Na, ja, guck mal, da gibt das dann nochmal 13.000. Und schon ist nicht mehr so wahnsinnig viel da. So, und wenn der jetzt dreht, dann hat er seine Türme auch wahrscheinlich noch nicht gedreht. So, wir sind hier gleich am Kartenrand. Das heißt also, wir werden auch drehen. Ja, die Türme sind überall, nur nicht in unsere Richtung. Ja, mal gucken, ob wir den jetzt da nochmal richtig bespaßen können. Na gut, okay. Jetzt hat er noch 15.000. Tja, die T-22 ist da inzwischen bei unserer Ryoho. Das sieht jetzt nicht gut aus. Wir sind sowieso hinten immer noch. Und diese Burg ist da immer noch drin. Ich guck mir das... das ist ja... So, du stehst da. Ja, dann... Ich drehe jetzt einmal hier. Ja, da muss ich natürlich Breitseite wieder zeigen. Oh, und jetzt kriegt man 2 Schlachtschiffen. Das tut natürlich echt weh. So, da habe ich dich auch nochmal halbiert. Und jetzt fahren wir hier aber auf diese Normandie und die, die Karlsruhe, die Iron Duke zu. So, und diese Burg ist da tatsächlich immer noch im Spiel. Ich fasse es nicht. So, und unser Reichweitenflieger, ja, wir brauchen noch... Also, da kann man nur hoffen, dass jetzt diese Gede den irgendwann mal da beschießt und rausnimmt. Denn die Gede von uns ist ja auch da oben durchgefahren. So, aber wir haben hier eigene Probleme erstmal. Wir müssen jetzt sehen, dass wir diese Iron Duke rausbekommen und im Zweifelsfalle am besten auch gleich die Normandie noch mit rausnehmen. Die andere Normandie da, der ist ja noch total voll. Das wird echt schwierig hier. 3 Schlachtschiffe. Und diese Lager Legionär als Geisterschiff. Oh, Iron Duke dreht sich ein. Das ist eine hervorragende Entscheidung, mein Lieber. Dreh dich ein und die Fuso macht den Rest. Yo, und da ist er raus. Weg ist er. Jetzt haben wir es nur noch mit 2 Schlachtschiffen und der Lager Legionär zu tun. Tja, da oben ist aber leider unsere Gede an der Nikolas scheinbar gescheitert. Oder vielleicht auch an den Flugzeugträgern, die sich verteidigt haben. Ich weiß es nicht. So, Normandie. Wir sind immer noch hinten. Wir sind auch nur noch 5 gegen 6. 5.400. Oh, das wird aber echt eng. So, und diese andere Normandie. Tja. Der fährt jetzt auch nicht so, dass wir dem wirklich so richtig einen mitgeben können. Aber wir versuchen es natürlich, an dem dran zu bleiben. Mal gucken.
Boah, 3000. Okay, zählt nicht rückwärts. Und solange jetzt keiner auf uns zielt, ist das natürlich sehr schön. Jetzt sind wir hier außen, sind auch relativ alleine. Ein Zerstörer ist noch im Spiel. Aber der war ja oben bei den Flugzeugträgern. Oh, jetzt hat die La Galisonnière unsere Normandie auch noch rausgenommen. Jetzt sind wir noch zu viert. 4 gegen 6. Ja, bloß dieser Nikolas, der wird natürlich da oben bei den eigenen Flugzeugträgern nicht bleiben. So, 6,5 reicht für den Großkaliber. Sehr schön. Wäre natürlich jetzt noch schöner gewesen. Ich hätte ihn gleich rausgenommen. Da geht die La Galisonnière auch mit auf. Der ist also tatsächlich auch immer noch hier. So, jetzt ist die Bogue da wieder aufgegangen. So, mein Lieber, und jetzt kriegst du dann doch mal eine volle Salve für diese letzten 11. Aber ich will nicht, dass die Streuung wieder links und rechts vorbeigeht. Das ist ja nicht zu fassen. Ja, und jetzt nimmt die Ryuchu ihn raus mit einer Bombe. Ja, dann hätte ich mir natürlich jetzt diese Salve komplett sparen können. Eieiei. Und da oben ist auch die Nikolas zu sehen. Okay, der ist also noch relativ weit weg. Dann können wir jetzt erstmal sehen, dass wir hier diese La Galisonnière, obwohl, ne, wir haben den Reichweitenflieger. Na, ja, die Normandie holt sich die Ryuchu auch. Okay. Also, jetzt sind wir 4 gegen 4 und plötzlich sind wir auch in Front. Oh ja, schwerer Schaden. Hat sich summiert. So, 4000 auf die La Galisonnière und die Normandie, was macht der? Der spielt wieder munteres World of Tanks. Ich stelle mich in eine Insel und fahre vorwärts und rückwärts. Na gut. Bin ich dir nicht böse, mach das ruhig. Ja, steht da und jetzt will er rückwärts fahren? Nee, der steht einfach. Bis der rückwärts fährt, dauert es. Also meine Salve dürfte auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt schon eingeschlagen sein. Mal gucken, was das bringt. 7,5. Na gut. Das hätten auch 17,5 sein dürfen. Das Problem ist jetzt dieser Brandstifter hier direkt vor mir. Diese La Galisonnière, das passt mir eigentlich gar nicht. Auf der anderen Seite, diese Normandie da, ist ja auch nicht schön. Der kann einem auch richtig wehtun. Also, mal schauen. Mal ein bisschen so fahren, dass wir auf den angewinkelt sind. Nochmal hochheilen. Ah, 2000, das ist natürlich jetzt echt zu wenig. So, und jetzt wird es auch langsam kribbelig. Diese Nikolas, wo ist der? Also ist natürlich klar, dass der hier runterkommt. Weil man sieht auf der Minimap ja auch, wo der schon hingefahren ist. So, hier können wir vielleicht dieser La Galisonnière nochmal einen mitgeben. Jetzt kriegt er mal Einzelfeuer. Vielleicht bringt das ja was. Ja, und jetzt brennen wir, ist natürlich klar. So, gleich wieder eindrehen auf die Normandie. Oh, hat ja nicht wirklich viel gebracht mit dem Einzelfeuer. Oh, 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 oh. So, Normandie dreht jetzt auch auf uns ein. Okay. So, La Galisonnière, komm. Und, oh, der dreht aber wirklich ein. Ja, dann. Oh. Und da ist die Nikolas. Oha. Okay. So, hinten ist noch da. Dann kriegt der gleich erstmal was. So, das gibt den Unterstützer. Und jetzt werden wir hier sofort einlenken. Weil seine Torps hat er doch bestimmt schon rausgehauen. Sonst hätte er sich auch nicht so gezeigt. Ja, Torpedos direkt voraus. Kann ich im Moment nicht gucken. Ja, alles gut. So, die laufen vorbei. Komm, Dicke, dreh dich. Und die Nikolas, den kriegen wir doch. Secondary könnte den jetzt auch langsam mal so ein bisschen bespaßen. So, jetzt brennen wir natürlich. Nikolas steckt uns an. So, und jetzt nochmal mit den vorderen Türmen. Alles an der Nikolas vorbei. Mann. So, komm, nochmal. Hinterher. Das glaube ich ja nicht. Wieder alles vorbei. Oh, diese Streuung. Und jetzt kommt natürlich auch noch der CV. Sieht man ja, oh, da kommen die Bomber. Ja, so, ist egal. Jetzt, erstmal muss diese Nikolas jetzt raus. Wenn der raus ist, bringt das schon die halbe Miete. Das geht auch vorbei. Ich glaube das alles nicht. So, komm, jetzt volle Salve. Alles, was drin ist. Irgendeiner muss doch da mal treffen. Jo, jetzt haben wir den rausgenommen. So, zwei Brände, wird sofort gelöscht. Und jetzt gehen wir auf Rammkurs. Die Normandie ist uns einfach jetzt hier punktetechnisch überlegen. Und vielleicht haben wir noch die Chance, auch wenn das Inselsymbol an war, da auf die La Galisonnière mit abzusetzen. So, komm. Letzte Salve auf die La Galisonnière noch raus. Ja, da schenkt er uns nochmal einen ein hier vor uns. Und jetzt gibt es einen von der Seite. Und da ist die raus.
mit Wassereinbruch und so macht man dann Wassereinbruch mit einem Schlachtschiff. Leider ist die Salve auf die Lager nicht eingeschlagen. Jo, und im Chat ist natürlich ein sehr nett Noob Player. Geil, ja, stimmt. Ich habe nur noch irgendwie, weiß ich nicht, 2000, 3000 gehabt. Und du hast noch 30.000 und ich versenk dich und ich bin der Noob. Ja, ist klar. Habe ich mir nochmal geschrieben, 170.000 Damage gemacht. You ram because you haven't cojones. Ja, genau. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Gut, und die Frage ist, was hat er davon gehabt? Gar nichts, denn es gibt einen Sieg für uns mit 170.294 Schadenspunkten, 84 Zieltreffer, 5 Flugzeuge runtergeschossen, ein Ausfall erzeugt, 3 Schiffe zerstört, ein Wassereinbruch verursacht, 2-mal die Zitadelle getroffen und 15 Treffer mit der Secondary. Und es gab den Unterstützer und den Großkaliber dafür. Und es gab einen netten Kommentar, einen wirklich belustigenden Kommentar im Chat dafür. Herzlichen Dank. So, mit 2255 Basiserfahrung hat uns das hier auf Platz 1 gebracht. Das ist natürlich auch eine tolle Sache. Wenn man sich den Abstand einfach mal anschaut zu den anderen. Klasse. So, Iron Duke 57.000 versenkt. Normandy 46.000 versenkt. Nicolas 7.000 versenkt. Bogue 27.000. Ja, da fehlten die 11. Normandy 18.000. Lagerlisonnier 6.800. Independence auch nochmal 4.300. Und Fubuki 2.000. Alles in allem fand ich ein richtig nettes Match mit der Fuso. Wenn dir das Gefecht auch gefallen hat, gib ihm doch einen Daumen hoch. Abonnier den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Ich werde unten in der Beschreibung auch einen Link setzen zu Twitch. Wenn du also dort ein Abo hinterlässt, wirst du auch informiert, wenn ich online gehe. Kannst natürlich auch gerne mal live dabei sein, wenn ich fahre. Vielleicht fahren wir dann auch mal zusammen. Ja, und dann freue ich mich aufs nächste Mal.